Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Heute machen wir wieder mal eine leckere Sache auf dem Gasgrill und zwar Kalbsfilet im Blätterteigmantel. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, gehen wir natürlich zuerst an unsere Zutaten. Ich habe ein wenig in unserer Kühlung gestöbert, bin hier auf das Kalbsfilet gestoßen, das braucht man natürlich. Dann haben wir hier Bacon in Scheiben, natürlich brauchen wir Blätterteig, ein Ei, wir haben hier Milch, eine Muskatnuss, Olivenöl, Salz und Pfeffer, einen natürlichen Frischkäse ohne Gewürze und hier haben wir noch Lauch. Ja, ich hatte die Kalbslende schon mal halbiert damals und natürlich eingefroren. Was wir hier noch machen müssen, ist die Sehne entfernen. Tun wir noch ein bisschen parieren jetzt. Fett könnt ihr dran lassen. Nur die Sehne weg. Die Kette ist schon entfernt. Freunde, wir haben jetzt den ersten Arbeitsschritt und zwar das Angrillen des Filets. Ich helfe mir immer dabei, damit das auch nicht immer gleich anpappt und bestreiche das hier in dem Fall mit Olivenöl. So, ganz dünn nur. Oh, das sollte schon gewesen sein. Und da gehen wir raus auf den Grill damit. Ja, der Grill ist vorgeheizt und wir grillen das jetzt an. Ich lege das ungefähr so in Richtung 10 Uhr und pro Seite ca. 30 Sekunden. Wir möchten nur kurz anbraten und nur ein Brennding erzeugen. Ja. Einfach weiter drehen. Und wieder 30 Sekunden. So, jetzt wollen wir es einfach weiter. Und wir drehen das nochmal. Und wieder 30 Sekunden. Ihr seht ein schönes Brennding. Nehmen das erstmal runter und machen unser Rost sauber. Und geben jetzt unser Stück Fleisch in 14 Uhr in die Richtung. Wir machen dieselbe Prozedur. Drücken ein bisschen das Fleisch, dass es eine Rolle wird. Lässt sich dann besser wickeln. Ja, jetzt nehmen wir das Filet runter vom Grill. Lassen das abkühlen. Nun bereiten wir unsere Füllung vor. Und zwar als erstes schneiden wir hier den Lauch in kleinere Stücken. Etwa so hier. Zum Würzen unserer Füllung nehmen wir natürlich auch einen guten Pfeffer. Ich habe wieder hier meinen Lieblingspfeffer und zwar den Bergpfeffer von Macken. Der ist richtig gut, der riecht, der hat ein Aroma, ist der Hammer. So, da geben wir ein bisschen was rein. Müssen wir noch ein bisschen zerkleinern. So, brauchen wir nicht sparsam sein. Und stoßen den Pfeffer ein bisschen an. Der muss jetzt nicht mehlig sein. Freunde, bereiten wir jetzt am Gasgrill unsere Füllung zu. Ich habe hier die FB30 von Petromax, die nehme ich ja natürlich immer sehr gerne dazu her, für solche Sachen. Und gebe nur ein paar Spritzer Olivenöl, Rapsöl hinein. Gebe nun unseren Lauch dazu. Und jetzt ist wichtig, ihr dürft das jetzt nicht anbraten, sondern nur andünsten. Geben nach ein paar Minuten einen kleinen Spritzer Olivenöl dazu. Ja, nicht zu viel. So Freunde, unser Lauch ist schön angedünstet und wir geben jetzt den Frischkäse dazu. Und erwärmen die ganze Sache. Salzen ordentlich. Jetzt unseren leckeren Pfeffer und reiben ein bisschen Muskat hinein. So, wir haben die Sache komplett verrührt. Ich habe mal gekostet. Wie gesagt, mit dem Salz solltet ihr ein bisschen aufpassen. So, wir nehmen das jetzt
vom Rost und lassen die ganze Sache abkühlen. Freunde, als Kleber nehmen wir ein Eigelb her. Ich habe hier schon das Ei getrennt. Ein Schluck Milch. Und verrühren das erstmal im Schneebesen. Geben wir ein bisschen Salz dazu, nicht so viel, bloß ein bisschen. So, und fertig ist unser Eigelbkleber. Ich habe schon mal den Blätterteig ausgerollt, habe mir hier schon mal eine Markierung reingemacht, habe das natürlich hier mit dem Fleisch ein bisschen ausgemessen, wie viel ich überhaupt brauche. Bis hierher benutze ich den Blätterteig und schneide mir hier so Zentimeterstreifen erstmal runter. Ja, wir haben hier unseren Bacon, den legen wir erstmal aus. An den Enden lasse ich hier ein bisschen was frei. Ja. Ein bisschen überlappt. So, nun Freunde, kommt unsere Füllung. Solltet ihr davon was übrig haben, ist das ein herrlicher Brotaufstrich. Nun geben wir unser abgekühltes Filet mit Dick hier drauf. So. Salzen unser Filet und geben noch ein bisschen Pfeffer drauf. So, und geben hier oben etwas von unserem Frischkäse einfach hier drauf. Geben wir unseren Kleber hier seitlich drauf auf den Teig. Und die andere Seite. Eventuell müsst ihr ein bisschen ziehen. So, verkleben wieder hier. Schönes Paket. Ja. Okay. So, wir werden jetzt einen Zopf hier flechten aus den drei Streifen. Und zwar machen wir das so, wir gehen immer mit den äußeren in die Mitte der anderen beiden. Wir beginnen jetzt mal rechts. Das ist einmal hier. Dann den. Dann nehmen wir wieder den rechten. So dünnen Streifen lässt sich das immer ein bisschen schlecht machen. Oh, es geht. Weil wir wissen ja, geht nicht, gibt's nicht. Ja, und das macht er, bis die Streifen verwebt sind. Verzopft, wie auch immer. So, jetzt streichen wir das erstmal hier ein bisschen ein. Weil jetzt kommt unsere Zierde drauf oder Verzierung. So, und machen hier ein paar Streifen drauf. Okay. Und ganz zum Schluss kommt jetzt unser Zopf. Eure Fantasien sind natürlich dabei keine Grenzen gesetzt. So, dann legen wir hier oben als Abschluss drauf. So, der Zopf ist drauf und jetzt drückt man das alles schön an. Ja, und ganz zum Schluss, damit das schön knusprig, schön golden wird, richtig ordentlich gebacken wird und richtig gut aussieht, kommt hier außen Eigelb drauf. So Freunde, wir lassen das jetzt noch ein bisschen in der Kühlung. Circa eine halbe Stunde und dann gehen wir an den Grill. So Freunde, wir sind wieder am Gasgrill. Der Gasgrill hat jetzt eine Garraumtemperatur von 200-220 Grad. Indirekt stellen wir jetzt
die Schale hinein und ich sage mal ungefähr eine halbe Stunde lassen wir das indirekt garen. So Freunde, halbe Stunde ist rum und guckt euch das an, das sieht doch klasse aus, oder? Wahnsinn. Das ist das Resultat nach einer halben Stunde, sieht doch klasse aus. So, das nehmen wir schnell mit rein, damit sie so sehr auskühlt. Ja, wir lassen unser Filet im Blätterteigmantel jetzt noch 10 Minuten ruhen. Nicht, dass euch dann die Säfte nur so rausschießen, wenn ihr das Kleid jetzt aufschneidet. Lasst es noch ruhen, es gart noch ein bisschen nach und dann schneiden wir mal an. Freunde, der große Moment kommt. 10 Minuten haben wir es jetzt ruhen lassen und ich schneide mal hier im, naja, fast in der Hälfte mal an. Ich nehme ein Sägezahnmesser, da drückt man nichts weg und ganz vorsichtig schneiden. Ganz leicht nur drücken, dass man nichts kaputt macht. Freunde, damit ihr das mal richtig seht, habe ich das Brett mal hochgehoben und ihr seht eine wunderbare Farbe vom Filet. Einfach ein Traum. Und da werden wir uns jetzt ein paar Tranchen herunterschneiden und gleich verspeisen. Klasse, einfach klasse. Freunde, ein tolles Gericht. Viel Spaß beim Nachmachen und wir wünschen euch natürlich vorzeitig schon mal einen guten Appetit. Ja, wenn euch unser Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar. Und damit ihr in der Zukunft keine Folge von uns verpasst, würden wir uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.